eigentlich genau die gleiche Aufgabe wie beim letzten Mal. Nur hatte ich vorher die Wahrscheinlichkeit, dass ich während 10 Kilometer auf mindestens einen Stau komme. Und jetzt möchte ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich während 500 Kilometer auf mindestens einen Stau komme. Aus der Erfahrung wissen Sie, so unwahrscheinlich ist es nicht, dass man bei 5 Kilometer Fahrt einen Stau hat. Das Problem ist, im Vergleich zur letzten Aufgabe, bei der letzten Aufgabe, also da, wo es um die 10 Kilometer ging, hatte ich ein Lambda von 0,0133. Das gilt jetzt natürlich für die 500 Kilometer nicht mehr. Es gäbe jetzt folgende Möglichkeiten. Ne, machen wir es anders. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich denke, die einfachste ist folgende. Sie nehmen diese 500 Kilometer lange Strecke und wenn Sie die in 50 Teile aufteilen, dann haben Sie immer 10 Kilometer. 10 Kilometer, die nächste Strecke wieder 10 Kilometer und das Ganze 50 Mal. Warum? Zum einen, ich kann das Lambda von vorher verwenden, aber noch viel besser. Ich suche die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen Stau zu haben. Mindestens ein Stau ist natürlich wieder blöd, weil es ist ein oder zwei oder drei oder vier oder zehn oder 5 Millionen. Ich berechne also das Gegenereignis. Ich berechne also die Wahrscheinlichkeit von 1 minus p von kein Stau. Das heißt 1 minus p von 0. Und wenn ich auf 500 Kilometer keinen Stau habe, bedeutet das, dass ich auf jeder dieser 10 Kilometer Strecken keinen Stau haben muss. Und das Schöne, bei 10 Kilometern hatte ich bereits die Wahrscheinlichkeit für keinen Stau berechnet. Ich habe es im letzten Film nur kurz gesagt, nicht aufgeschrieben. Das waren 0,987. Das heißt, auf jede 10 Kilometer Strecke habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,987, dass ich keinen Stau habe. Das heißt, wenn ich 50 von diesen Strecken habe, dann habe ich natürlich hier 0,987 mal 0,987 mal 0,987 50 mal, also 1 minus 0,987 hoch 50. Das tippe ich in Taschenrechner oder Sie tippen es. Und es kommt raus 0,48. Das heißt, mit grob 48% Wahrscheinlichkeit habe ich mindestens einen Stau während 500 Kilometer Fahrt. Natürlich, nachts um 2 wird die Wahrscheinlichkeit geringer sein, freitags um 4 wird die Wahrscheinlichkeit höher sein. Machen Sie was draus.